liebe meinen Beruf. Es ist wirklich meine Berufung. Also bei mir war es schon relativ früh abzusehen. Wir haben den Aufklärungsunterricht in der 5. Klasse gehabt und dann war für mich klar, ich möchte Hebamme werden. Ich möchte Frauen begleiten. Ich möchte ihnen gerade in dem intimsten Moment einfach nahe sein, sie unterstützen, am ersten Moment dabei sein, wenn das Kind zur Welt kommt. Und dann war immer mein Wunsch, irgendwann mal eine weiße Kittel anzusehen. Gott sei Dank habe ich es erreicht, ja. Nach 7 Jahren in der Universitätsklinik und dort meiner Facharztausbildung war ich eigentlich motiviert, weil es einer der letzten Orte neben der Intensivmedizin ist, wo man wirklich als Generalist arbeiten kann, wo man die gesamte Medizin kennenlernt und in der ganzen Medizin arbeitet und jeden Tag das ganze Spektrum der Medizin geboten bekommt. Wenn ich ehrlich bin, war es eine Folge von Emergency Room. Mich hat dieser Schockraum immer fasziniert, wo der Patient reinkommt, furchtbar schlecht ist und dann muss innerhalb von 5 Sekunden alles klappen. Man muss wissen, was man macht, warum man es macht, was der Patient hat, wie man ihm helfen kann. Und das hat mir schon als 8-Jährige ehrlicherweise gefallen. Trotz dem Blut und dem Gedärm, das da manchmal rumgeflogen ist, fand ich es einfach toll. Ich kann Narkosen machen, ich kann im Aufwachraum hier die Patienten betreuen, ich kann die Patienten entgegennehmen, wenn sie kommen. Ich habe die Möglichkeit, an den Tisch zu gehen. Ich mache auch nebenher noch die Steuerung teilweise, wenn meine Chefin nicht da ist oder so. Also für mich wäre ein Bürojob fürchterlich. Ja, wäre fürchterlich, ja. Ich habe 2 Jungs, die sind eben noch 10 und 9 Jahre alt. Ich finde es schon sehr wichtig, dass eben meine Familie auch Zeit mit mir verbringen kann. Ich stehe nicht gern auf, aber ich komme gern in die Arbeit. Ja, das stimmt. Doch, das stimmt, Matthias. Und immer, wenn du da bist. Nein, als man sieht ja, bei uns ist das wirklich ein ganz freundschaftlicher Umgang. Ich würde schon sagen, das kenne ich eigentlich aus vielen anderen Häusern nicht so, dass wir wirklich eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit gerade mit der Pflege haben. Wir frühstücken jeden Tag gemeinsam und machen auch immer wieder Aktionen am Abend, dass wir mal gemeinsam essen gehen, einfach um das noch ein bisschen auszubauen, diesen Zusammenhalt. Ja, in der Ausbildung macht mir momentan am meisten Spaß, dass ich immer meine Fortschritte sofort erkennen kann. Also dadurch, dass wir halt in der Schule 3 Wochen sind und dann gleich wieder 4 Wochen ungefähr auf Station, kann ich immer das Gelernte gleich anwenden. Die Pflegekräfte helfen mir auch dabei. Wir haben ja auch Praxisanleiter, die uns unterstützen. Ja, es macht einfach Spaß, immer zu sehen, dass man was lernt und dass diese Ausbildung auch wirklich was bringt. Besonders ist für uns, wenn du Patienten siehst, wie sie am Anfang waren und dann wie sie jetzt gerade im Akuthaus entlassen werden und man sieht einfach einen riesen Fortschritt und das ist so das, was einem ja eine Genugtuung gibt und was einem auch, ja, das ist einfach ein schönes Gefühl. Ja, und die Arbeit an sich finde ich einfach schön, dass wir diesen Kindern auf die Welt helfen, dass wir den größeren Kindern ja, in die Gesundheit zurückhelfen und auch, dass da was zurückkommt. Also wenn wir dann von den Eltern und den Kindern immer wieder besucht werden und dann sieht man, was aus den Kindern geworden ist, das ist schon schön. Also es ist einfach eine sehr, sehr belohnende Arbeit, weil man einfach in einem Team wirklich viel Spaß haben kann und fürs persönliche Leben einfach Dinge gewinnt, die einem absolut festigen, dass man einfach auf beiden Füßen steht und auch wirklich ja, im Ganzen von dieser Arbeit profitiert und nicht nur auf der Station.